brauchen wir eine Unterstützung im professionellen Informationsjournalismus von staatlicher Seite? Ja, ja, ich glaube, ich muss ein bisschen was vielleicht das differenzieren. Ich glaube, wir brauchen eine Unterstützung im präkompetitiven Bereich, also beispielsweise die Agenturen, das sage ich jetzt nicht so laut, weil sie haben das Gefühl, ich rede auf die eigene Welt, aber im Ausbildungs- und Weiterbildungsbereich braucht es wahrscheinlich staatliche Unterstützung. Im Bereich der Hauszustellung, wo wir sehen, die Leute, es gibt nach wie vor sehr viele Leute, die auch Papier lesen wollen, aber es wird teurer, weil es für den einzelnen Zuträger in derselben Straße nicht mehr 100 Briefkästen, sondern vielleicht nur noch 50 gibt. Solche Dinge, da bin ich der Meinung, es braucht Unterstützung. Bei der Medienkompetenz gilt dasselbe, das wurde jetzt häufig erwähnt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir vom Matz aus diese Bemühungen auch machen, dass wir mit unseren Dozenten anbieten, in die Schulen zu kommen, genau das zu vermitteln. Und der Anklang auf Seiten der Schulen aber noch nicht riesig ist. Nicht? Hat möglicherweise damit zu tun, dass die Lehrer und Lehrerinnen ohnehin überfordert sind durch all diese Vorgaben, die sie schon im Lehrplan haben. Und dann denke ich, oh nein, jetzt nicht noch Medienkunde dazu. Aber da bräuchten wir sicher Unterstützung. Also einerseits natürlich sehr schön, wenn das von euch kommt, aber auch durch die Bildungsdepartemente, nicht? Die sagen, das ist wichtig, das wollen wir machen. Ich glaube, es braucht, wenn wir die Medienmodelle der Zukunft ansehen, wir müssen Fächer wirklich ganz öffnen. Es braucht mehr in die Richtung Stiftermodelle, nicht, wo wir in den USA einige sehen. Ich glaube auch letztlich eine NZZ möglicherweise, also bevor sie keine NZZ mehr gibt, wird sie zu einer Stiftung des bürgerlich-politischen Liberalismus in der Schweiz, wird sie wahrscheinlich umgewandelt. Ich glaube, wir müssen auch die Frage der Quersubventionierung, müssen die großen Verlagshäuser ansehen, die Frage, ob Aktionäre befriedet werden, also ob sie befriedigt werden, ist befriedet. Befriedet. Also die Aktionäre von Tamedia sind, glaube ich, befriedigt. Aber das ist das Problem. Nein, ich glaube, das Problem ist eher, wie stark müssen sie auch befriedigt werden, nicht materiell, nicht das heißt, das ist die Grundfrage. Ich möchte aber den halten, die Alternative zu diesem Modell, nicht Tamedia oder andere, ist ja nicht dann freie Produktionsgenossenschaften dort, die Alternative ist irgendein ausländischer Hedgefonds, der dann wirklich schaut, dass eine Dividende von 15% über alle Medien tatsächlich so ist. Aber wir müssen trotzdem auch solche Dinge ansehen, quersubventionieren. Ich meine beispielsweise, dass die großen Medienhäuser sich auch die Frage stellen, ob gewisse Medien ihre Flaggschiffe sind und damit ein Reputationsgewinn für sie sind. Und da müsste man ja auch, ich bin jetzt Ökonom, aber müsste man ja auch in einem ökonomischen Modell darüber reden, ob dieser Reputationsgewinn nicht auch materiell ausgewiesen werden könnte, nicht? Und dann wäre schon einige Medien hätten ganz andere ökonomische Bilanzen als ich kann mich erinnern übrigens selbst der Vater des Kahl-Schlages, nicht erinnert einige werden sich noch erinnern, Martin Kahl, damals, der ja dann richtig diese Renditedenken in die Tamedia reingebracht und die Schweizer Verlagswesen wo immer überall, nicht Verschwörungstheorie teilweise. Aber selbst dieser Martin Kahl hat mir beim ersten Treffen, hat er mir gesagt, 2001, hat er gesagt, ich möchte bei Tamedia dereinst nicht nur einzig mit den Homegate und 20 Minuten da sitzen, sondern ich möchte, es ist mir ganz wichtig, dass diese Flaggschiffe überleben, also es ist offensichtlich wichtig für die Reputation eines Verlagshauses und man müsste das irgendwie auch quantifizieren können, wird das hoffentlich vielleicht auch tun, ob die Aktionäre damit dann befriedet sind, weiß ich nicht, aber es ist auch nicht die entscheidende Frage, es ist die entscheidende Frage, wie werden diese Flaggschiffe? Aber wir müssen nicht damit retten, sondern die Meinungsvielfalt. Und was Les auch gestört hat, ist in vielen Punkten irgendwie richtig und so weiter. Tamedia macht viele Sachen eigentlich gut, aber sie beschleunigt natürlich auch ganz stark den Konzentrationsprozess. Und was wir brauchen, ist mehr Wettbewerb, um unabhängige Inhalte und Meinungsbildungsmaßnahmen. Und da ist es natürlich dann schon relativ merkwürdig, wenn man sagt, die Zeitungszustellung muss gefördert werden, aber andere, zum Beispiel digitale Vertriebsmaßnahmen, die zum Beispiel neue Marken nach oben bringen würden und diesen Wettbewerb fördern würden, wir haben vorhin gesagt, von Zürich.ch, Infosperr, whatever, ja, das fördert man nicht, das verhindert man aktiv, dass das gefördert wird, und es ist eine Verneinung des Prinzips, dass Wettbewerb gut fürs Geschäft ist. Also wenn wir hier ökonomische Denken und Argumente
orientieren. Ich glaube, da müsste man mal einen Sprung machen, das wäre dann wirklich der Weg ein bisschen nach vorne. Ich finde auch, Tameda soll wirklich sich verwalten, das so machen, wie weiter, aber nicht in dem Maß, wo eine Zukunft für neue Medienvielfalt gebaut wird. Und wir haben immer wieder die Überlagerung in dieser Debatte, wenn wir das diskutieren. Darf ich etwas vielleicht ganz kurz ergänzen? Das ist eine richtige Ergänzung. Ich glaube, genauso wichtig sind solche Fragen, sich zu stellen auf diesen neuen Plattformen. Wie kann die verteilen? Wie wird die ganze Technologie, um solche Plattformen zu schaffen? Und vielleicht muss ich ein ganz bisschen auch widersprechen. Es gibt tatsächlich einen Bereich, wo die großen Verlagshäuser zusammenarbeiten. NZZ, SRG, Tamedia, das ist diese Technologie, nicht im Bereich der Medien. Das sind ja technologische Fragen letztlich. Zusammen mit der ETH wird da ein Lehrstuhl jetzt geschaffen, es werden Forschungsgeld zur Verfügung stehen, es werden genau solche Fragen dort diskutiert werden, nicht? Und ich glaube, das ist also damit der zentrale Punkt. Das ist der zentrale Punkt. Ich möchte nur das Einzige, was mich stört an diesem neuen Verband Medien in Zukunft, ist, ich finde das wunderbar, die Akteure, die es da gibt, auch diesen Verband. Das Einzige, was mich stört, ist, dass natürlich damit gesagt wird, dass sind die Medien mit Zukunft, die anderen haben keine. Nicht? Und da glaube ich, und habe ich mir auch erlaubt, ganz dezent zu widersprechen, da glaube ich, ist es zu früh für einen Nekrolog, nicht umso mehr, als er vor 15 Jahren schon ausgesprochen wurde. Und die Verlagshäuser ja genau mit diesen Technologiefragen der Zukunft beschäftigt sind, mindestens so stark wie mit der Frage, wie sich das Modell der Zeit überhaupt. Aber wir müssen da nicht, ich sage nur einen Satz, also der gesagt hat, in 10 Jahren wird es keinen Verleger mehr in dem Schweizer Verlagsgeschäft mehr geben, weil das kein Geschäft ist. Das war Markus Somm, der ist auf einem Podium gesagt, der ist Mitglied des Präsidiums des Verlags, des Verlegerverbandes. Also die Leute sagen es ja selber, je nachdem. Wenn es darum geht, irgendwie Aktienkurse zu steigern, dann sagt man, wir haben mit Journalismus eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Wir vermindern das Risiko des Journalismus, sagt zum Beispiel Mark Walder. An anderer Stelle sagt, wir sind die Hüter des Qualitätsjournalismus. Geben uns auch Subventionen, um unsere Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das sind einfach zweierlei Argumentationen, wobei es sich so viel ist. Ein Schlusswort, einfach das erlaube ich mir jetzt noch. Wenn ich unsere Diskussion zusammenfasse bezüglich Medienförderung, da müssen Sie mir jetzt widersprechen, wenn ich das falsch zusammenfasse. Wir sind konfrontiert mit einem wachsenden Marktversagen für Informationspublizistik. Insbesondere für qualitativ hochstehende Informationspublizistik. Wir sind in einer Situation, wo der Markt allein das nicht mehr bringt. Wir haben eine sinkende Zahlungsbereitschaft, wir haben das Problem, dass das Werbegeld abfließt. Und das führt doch dazu, wenn wir dann zweitens vermutlich gleicher Meinung sind, dass wir auf Tod und Leben diese Kommunikationsinfrastruktur für unsere Gesellschaft weiter brauchen, dass wir sicherlich nicht den Bereich der Medienförderung jetzt runterfahren. Also wir brauchen eher mehr Medienförderung. Das ist auch so etwas, was ich nicht verstehe, wie einseitig wir hier diskutieren in diesem Land. Nicht nur, aber auch in Bezug auf die SRG. Wir brauchen mehr Medienförderung, nicht nur für die SRG. Breit, gattungsunabhängig. Wir müssen Online-Journalismus mitfördern. Ich finde die Idee hervorragend, dass wir auch Infrastrukturleistungen mitfinanzieren, da gibt es diese Ideen, die jetzt zirkulieren, dass zumindest da die Kosten reduziert werden können. Aber wenn wir d'accord sind, wenn wir Einigkeit haben, dass wir diese Informationspublizistik wirklich brauchen, und wenn es der Markt nicht mehr hergibt, dann brauchen wir nicht weniger Medienförderung, sondern mehr. Und so läuft aber die Debatte jetzt aktuell. Ich sage immer noch Binab und dann ist der Kurs irgendwie vorgegeben. Das ist einfach eine Windschiefheit in dieser Diskussion, die schon nachdenklich stimmt.